Meines Erachtens wollen wir genau deswegen gut handeln, weil wir ansonsten eine rein leere Freiheit hätten. Markus, du bist ja als Philosoph ein Profi fürs gute Leben. Kannst du mir denn sagen, wie ich ein gutes Leben führen kann? Also ich fürchte, dass ich leider nicht unbedingt ein Profi fürs gute Leben bin. Ein Profi bin ich höchstens für die Frage, auf welche Weise man eigentlich antworten kann darauf. Was ist das gute Leben? Was ist das Gute? Was ist das Böse? Oder auch, warum wollen wir überhaupt gut handeln? Das sind philosophische Fragen. Und warum wollen wir gut handeln? Meines Erachtens wollen wir genau deswegen gut handeln, weil wir ansonsten eine rein leere Freiheit hätten. Ja? Wir könnten irgendwie alles und nichts tun und würden uns deswegen verlieren. Und was macht das Handeln gut? Meines Erachtens macht das Handeln gut, dass wir darüber nachdenken, was das Gute ist. Also es gibt nicht einfach sozusagen das Gute und man muss das finden, sondern wir verhandeln die ganze Zeit im Gespräch und historisch miteinander, unter welchen Bedingungen wir etwas ein gutes Handeln nennen. Hast du denn heute schon was richtig Gutes gemacht? Ich glaube nicht. Also das einzig Gute, was ich heute gemacht habe, ist, dass ich natürlich zum Beispiel jetzt, aber auch schon den Rest des Tages, über Philosophie nachgedacht habe. Das ist in gewisser Weise etwas Gutes, denn in der Philosophie geht es ja darum, was ist vernünftig, und Vernunft ist zum Beispiel etwas Gutes. Das heißt, du bist aber in der Praxis auch nicht besser dran als wir normale Menschen? Nein, nein, woher denn? Gut sein. Nein, nicht unbedingt. Die Frage, ob ich gut bin oder nicht, ob ich ein guter Mensch werde oder nicht, hängt davon ab, welchen Gebrauch ich von meiner Freiheit mache. Da hilft mir die Philosophie nicht unbedingt.